Jo, und jetzt kommt zurück zu Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Freunde, wir haben eine Menge Kämpfe vor uns. Und zwar müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall gegen die hier kämpfen. Also, let's go direkt mit dem ersten Kampf. Zusammen sind wir furchtlos. Wir demonstrieren dir unsere Stärke. Okay, ich bin gespannt. Ja, beim letzten Mal, oder vorletzten Mal, ich weiß es jetzt nicht mehr. Jedenfalls haben wir Alpollo zu Abra entwickelt. Per Sonderbonbon. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, also sehr viele hatten sich gewünscht, dass wir diese Entwicklungskette fortsetzen. Ich möchte ehrlich gesagt erstmal jetzt einfach die Story beenden. Und ich finde unser Team, so wie es ist, nahezu perfekt. Also jetzt abgesehen von irgendwelchen Legi-Pokémon sehe ich kaum wirklich Möglichkeiten zur Verbesserung an unserem Team. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit mit meinem ach so coolen Team flexen, aber es ist wirklich cool. Und dementsprechend würde ich da jetzt ungerne noch irgendwie irgendwelche Entwicklungsexperimente wagen. Ich dachte mir, so wurde es auch das ein oder andere Mal vorgeschlagen, Safari-Zone, da werden wir auf jeden Fall reingehen, dass wir einfach am Ende, willkommen in der Safari-Zone, hier bekommst du viele Pokémon, du kannst sie in ihrer ganzen, wir haben unsere Tore für die Pokémon drin, fang gleich mal. Okay, ich dachte jetzt, ich muss bei ihr bezahlen, aber gut, das muss ich dann wohl hier. Willkommen in der Safari-Zone, alles, was du für nur 500 Poké-Dollar fangen kannst. Möchtest du es probieren? Ja. Ich besitze keine Poké-Riegel. Ich muss mir eine... Was? Eine Poké-Riegel-Box? Was? Jedenfalls, um das Thema von gerade zu beenden, ich hatte vor, zum Ende, also wenn wir die Liga durchhaben und so weiter und so fort, einfach alle Pokémon, die noch zu entwickeln sind, halt einfach mit Sonderbonbon so lange weiterzuentwickeln, wie es nur geht. Vielleicht in so einem kleinen Extra-Part, damit wir einfach sehen, okay, ja, das wäre daraus geworden und so weiter und so fort. Also, just for fun, okay? Wir wollen einfach nur sehen, wie lange können wir unsere Pokémon entwickeln, bis sie endlich zu irgendetwas Vollentwickeltem werden, okay? Ich denke, das machen wir halt am Ende, aber so werden wir jetzt erstmal halt, die restliche Story des Spiels beenden. Also wir müssen erst nach Zegrasulp City. Und dann können wir da, wenn wir die Poké-Riegelbox bekommen haben, auch in die Safari-Zone. Was ich ganz gerne noch tun würde. Ich meine, wie gesagt, ich bezweifle, dass wir noch irgendwie nennenswerte Verstärkung für das Team finden. Aber trotzdem sollte man natürlich die Safari-Zone ausgecheckt haben, okay? Logok und Scaraborn gegen zwei Pokémon, die sehr effektiv von ihren Steps getroffen werden. Das dürfte relativ schnell entschieden sein. Hitzekoller gegen Kusilla. Junge, dagegen würde halt wahrscheinlich auch Glut reichen oder irgendwas in die Richtung. Das hätten wir also. Und Vilie frisst den Durchbruch. Elekid. Das ist sehr random, also wie einfach erstmal Kusilla kommt, was quasi die Babyform von Roshana ist, die in der zweiten Generation dazugekommen ist. Und dann kommt Elekid, die Babyform von Electek, ebenfalls ein Pokémon aus der ersten Generation, was dann in der zweiten Generation eine Babyform bekommt, und das ist Kyogre. Das ist so ungefähr das gefährlichste Pokémon im gesamten Spiel. Junge. Okay. Ich denke allerdings, Doppelkick und Durchbruch sollten reichen, um das Ding zu besiegen. Ja. Definitiv. Aber hey, Kyogre. Mit Full HP, Water Spout, das war's einfach, okay? Wie heißt eigentlich Water Spout auf Deutsch? Von Tränen, ist es das? Ist es da? Das ist es, ne? Silberblick. Damit kann ich tatsächlich leben. Lass mich kurz überlegen. Ich denke mal, ein weiterer Hitzekoller sollte Elekid ausnocken und... Nee. Doch. Felsgrab gegen Zwielicht.
Ich gehe nicht davon aus, dass ein Baby-Pokémon, was? Okay, wir hatten schon den... Was? Hä? Statik, Paralysie... Was? Seit wann ist Hitzekoller eine Attacke, die Kontakt herstellt? Mann, was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, Ruckzuckhieb dagegen, schätze ich. Und Felsgrab gegen Zwielicht. Red ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wer hätte es nur gedacht? Felsgrab. Danke. Elekid setzt Lichtschild ein. Okay, Screens. Die können durchbrochen werden von Durchbruch. Ich meine, das ist literally der Name der Attacke. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, okay? Doppelkick. Durchbruch. Das sollte es gewesen sein. Wobei ich glaube, die setzt noch ein Pokémon ein, oder? Das war erst ihr zweites, genau. Wäre lustig, wenn jetzt Magby kommen würde. Nein, okay, es ist Kabuto. Das ist okay. Weil Magby, Elekid und Kusilla sind halt die drei Babyformen von den, ihr wisst schon, eigentlich nicht entwicklungsfähigen Pokémon der ersten Generation. Tatsächlich haben dann Electek und Magma auch noch in der vierten Generation jeweils eine Weiterentwicklung bekommen, also Elevoltek und Magbrand. Roshanna allerdings nicht. Was ich nie so ganz verstanden habe, um ehrlich zu sein. Aber wir wechseln hier einfach aus. Einfach nur, weil, keine Ahnung. Das Ding wird höchstwahrscheinlich von Durchbruch sowieso besiegt und ist dann keine Bedrohung mehr, aber trotzdem, okay? Ich meine, wir wollen hier einfach nur auf Nummer sicher gehen. Wir wissen ja nicht, was hier auf uns wartet, okay? Wer weiß, ob dieses Kabuto nicht vielleicht auf Level 25 Turbo-Tempo beherrscht, okay? Ja, nein, das dürfte es eigentlich nicht, aber egal. Drachenhaut. Was genau bewirkt das denn, wenn ich fragen darf? Ach, Junge, ich will nicht angerufen werden von irgendwelchen random Leuten. Könnt ihr bitte aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Danke dafür. Okay, das reicht jetzt. So, Drachenhaut. Das dürfte doch Drachenmoves verstärken, oder? Dann geben wir das doch... Warte mal. Dragoran? Oder... Beide haben Windhose, ne? Ja, komm, Dragoran. Ja, wir tauschen. Und dann geben wir Milotic, welches den Seerauch trägt, lieber das Zauberwasser, weil ich glaube, Zauberwasser verstärkt Wasserattacken um 10% und Seerauch um 5% oder so. Also ich meine, Zauberwasser verstärkt Wasserattacken nochmal ein bisschen mehr. Dann hat Milotic ein Item, welches Wasserattacken verstärkt, was der Stab von Milotic ist. Das geht in Ordnung. Und Dragoran hat die Drachenhaut, die Stab-Attacken von Dragoran verstärkt. Also es passt. Mit meinem Pokémon habe ich alle vier Ecken der Welt bereist. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in mein Können habe. Okay. Cool. Lida Esteban. Lapras. Ich würde sagen, das ist ein dankbarer Gegner. Für Gewaldros Laubklinge. Ohne Wenn und Aber. Was? Body Slam? Lapras sieht so verdammt klein aus. Laubklinge. Oh Junge, wenn das Ding jetzt Aurora-Strahl eingesetzt hätte, ne? Ist es. Also, ich gehe nicht davon aus, dass es auf Level 29 Eisstrahl beherrscht. Ist es nicht einfach der coolste Attackenname aller Zeiten, Aurora-Strahl? Wie viele R's da drin sind? Aurora-Strahl. Lida Esteban wurde in das Pokénav-Verzeichnis eingeteilt. Esteban Rio Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez! Wer es nicht kennt, ist uncool, okay? Was haben wir denn hier für ein wildes Pokémon? Myrapla. Ich tue mir jetzt keine wilden Pokémon-Kämpfe an. Nein! Nein! Flucht! Mann. So.
Wir sind entkommen, meine Freunde. Wir haben einfach zwei paralysierte Pokémon. Wieso werden unsere Pokémon eigentlich derart häufig paralysiert? Kann mir das mal jemand erklären? Nee, egal, komm, weiter geht's. Wir müssten doch so langsam mal in Seegras Ulp City ankommen, oder nicht? Was ist denn hier? Hier kann man was zerschneiden. Okay, da wartet auf jeden Fall auch noch ein Doppelkampf auf uns. Was hat diese Fläche hier zu bedeuten? Die ist doch absolut sinnlos. Was, wir haben nochmal Drachenhaut gefunden? Okay, danke, I guess. Dreh ich um? Ja, okay. Wow. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass sie beide gleichzeitig da hingucken. Wie machen wir das denn? Pfiffchen. Ich glaube am besten, indem wir rennen. Also, let's go! Ja, perfekt. Ich habe dieses Prinzip. Jeden Tag besiege ich 5 Trainer. Und jetzt rate mal, du bist heute der 5. Trainer. Ich werde ganz sicher nicht der 5. Trainer sein, okay? Vielleicht bin ich der 5. Trainer, gegen den du heute kämpfst. Aber der 5. Trainer wird dich jetzt platt machen, okay? Chef Christine und Chef Chloe. Volbeat und Xerox. Oh, Xerox. Ist Xerox nicht einfach eines der coolsten Pokémon aller Zeiten? Ich meine, das ist doch einfach eine universelle Wahrheit, der man zustimmen muss, oder? Also, alles andere wäre doch einfach nur gelogen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Windhose. Das trifft beide. Und Felsgrab kann nur einen der beiden treffen. Dann würde ich sagen, Durchbruch gegen Xerox. Stimmt, es war natürlich Steinhagel, was beide trifft. Okay. Der Bruder schützt sich selbst. Xerox sollte nicht allzu viel Schaden davon bekommen. Gar keinen Schaden davon bekommen, nahezu. Durchbruch sollte aber ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, perfekt. Xerox schreckt zurück. Okay, die Windhose war nicht umsonst, meine Freunde. Ich würde sagen, einfach nochmal, oder? Ja, nochmal Windhose. Und nochmal Durchbruch gegen Xerox. Oh, der Hypertrank. Der Hypertrank. Junge, wie bedrohlich Xerox einfach ist. Schaut es euch an, Mann. Was für ein heftiges Pokémon einfach. Ich meine, es ist doch einfach nur ultra krass, oder? Es ist doch einfach nur ultra krass. Leider hat es in der dritten Generation noch nicht Bullet Punch. Schweifglanz? Warte mal, ist das nicht der Move von Manaphy? Tail Glow? Was einfach den Spezialangriff um 3 Stufen erhöht. Das ist so ein kranker Boost-Move. Ich wusste gar nicht, dass den noch andere Pokémon haben. Okay. Es sollte aber keine Möglichkeiten haben, das wirklich aktiv zu nutzen. Denn soweit ich weiß, ist Käfer. Physisch. Also ja, von daher. Windhose und Durchbruch gegen das Ding. Wie es halt einfach die ganze Zeit Schutzschild einsetzt. Ist ja gut. Ist ja gut. Also so richtig gut wurde Xerox erst in der 4. Generation, weil es dann Bullet Punch, wie heißt das auf Deutsch? Patronenhieb bekommen hat. Mit der Fähigkeit Techniker. Was halt einfach ein, also basically ein 90 Base Power Prio Move ist. Was ist einfach nur krank ist. Es ist quasi Ruckzuckhieb. Nur mehr als doppelt so stark. Und Xerox hat ohnehin einen gewaltigen Angriff, von daher einfach nur krass, okay? Einfach nur krass. Wie oft kann man eigentlich Schutzschild während eines Kampfes einsetzen? Jetzt mal ernsthaft. Ich bin wirklich enttäuscht darüber, wie wenig Schaden diese Windhose selbst gegen diesen kleinen Käfer macht, okay? Ich glaube, Windhose ist wirklich nicht mehr erste Wahl. Also wir sollten wirklich, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir das wirklich nur gegen Drachen einsetzen oder so. Surfer dürfte doch definitiv mehr Schaden machen. Nee, Felsgrab. Warte mal, kann Durchbruch auch Schutzschild durchbrechen? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Es soll man nochmal Schutzschild einsetzen. Ach nein, diesmal nicht. Surfer, ja dann stirb halt, was soll ich denn machen?
Also ich weiß, dass man Reflektor und Lichtschild durchbrechen kann. Reptane! Aber ich weiß nicht, ob man Schutzschild... Doch, Schutzschild kann man durchbrechen. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass man es durchbrechen kann, weil ansonsten würde es keinen wirklich erdenklichen Grund für die Existenz der Attacke Scanner geben. Ich meine, das ist basically einfach nur Schutzschild mit weniger AP. Und ich meine, der einzige Vorteil von Scanner ist, dass es nicht durch Durchbruch durchbrochen werden kann. Das war eine Menge durch in einem Satz, okay? Wie auch immer. Warte mal, da ist eine freie Grasfläche. Eigentlich hätten wir da, wir hätten da doch bestimmt ein Item finden können. Ein verstecktes Item. Fluchtseil, okay. Soll mir recht sein. So, jetzt müssten wir doch aber so langsam mal... Ja, wir sind in der Stadt. Perfekt. Perfekt. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center, heilen unsere Pokémon. Gehen auf jeden Fall in den Pokémon Supermarkt, besorgen uns endlich mal etwas frische Medizin. Gehen dann in die Pokémon Wettbewerbshalle. Einfach nur, um die Poke-Riegel-Box zu bekommen, mit der wir dann in die Safari-Zone gehen können. Team Aqua ist hier. Ach Junge, lass mich doch einfach in Ruhe. Pokémon Trainer Fanclub. War da nicht auch irgendwas mit Team Magma? Was ist... Oh nein. Oh, Maike. Segrasol City Einkaufszentrum, okay. Oh hey, zählst du dem K, bist du auch aber einkaufen? Ja. Ich werde gegen dich kämpfen, dann... Ja, okay. Dann wird es Zeit, Maike erneut Hops zu nehmen. Okay, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Pokémon-Trainer Jill. Impagator. Das sollte Shenlong hinbekommen. Donnerwelle. Oh, und wir kriegen direkt die Full-Paralyse, okay? Perfekt. Fliegen. Es hat erneut die Fullpara. Leider jetzt in der Runde, wo wir fliegen. Das bringt halt gar nichts. Oha, nochmal. Dreimal hintereinander paralysieren. Oha, okay. Ich sag's euch, meine Freunde. Das Glück. Was? Viermal? Es ist echt schade, weil zwei Runden davon sind nutzlos, weil wir halt fliegen. Aber, also, wie heftig können denn bitte die Götter der Pokémon-Welt auf unserer Seite sein? Wie viel RNG möchte uns Arceus denn hier zugestehen? Windhose. Das sollte definitiv reichen. Das ist ja so... Warte mal, das fällt mir jetzt erst auf. Oh, Walreiser, wenn das eine Eisattacke einsetzt gegen... Nee, nein, gegen Dragoran, das lassen wir. Warte. Oh, Junge. Ja doch, Milotic. Milotic ist der perfekte Switch-In dafür. Das fällt mir jetzt erst auf, weil wir können ja mit Dragoran einfach Donnerwelle einsetzen. Da ist Aurora-Strahl. Und dann Windhose. Und dann können wir damit quasi Paraflinchen. Nein, ich wollte nicht Surfer einsetzen. Mann! Oh, es war ein Volltreffer. Okay. Kann ich mitleben. Weil, Windhose sorgt ja ebenfalls dafür, dass der Gegner flinchen kann. Also zurückschreckt. Und wenn man dann Donnerwelle und Windhose hat, dann... ist die Chance halt ziemlich hoch, dass der Gegner, also vergleichsweise hoch, dass der Gegner in der Runde nicht angreifen kann. So, Windhose. Boah, das macht einfach gar keinen Schaden. Lassen wir das. Dann lieber weiter Surfer. Oh, dieses Walreiser, das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Vielleicht setzen wir erstmal Genesung ein. Das ist so eine sinnvolle Attacke. Das ist so, also in einem normalen Playthrough ist es so eine sinnlose Attacke, weil du halt einfach Hypertrank einsetzen kannst und es regeneriert mehr KP. Aber wenn du sagst, hey, ich will keine Tränke einsetzen, dann ist Genesung einfach so krass, okay? Surfer. Deswegen sind ja solche Heil-Moves in Competitive Battles so stark, obwohl sie in der Story halt einfach nutzlos sind, weil da kannst du keine Tränke einsetzen, okay? Deshalb Genesung. Ich hoffe nur, dass die Body Slams uns nicht irgendwann paralysieren werden. Oh nein, das war ein Volltreffer. Es hat aufgehört zu hageln. Okay, damit kann ich leben. Wir setzen nochmal Genesung ein.
Und nein, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht, okay? Das ist ein ganz normaler Move, wie jeder andere auch. Jetzt sind wir paralysiert, das war so klar. Setzen wir Heilung ein. Damit sind wir dann nicht mehr paralysiert. Und dann Surfer. Ach Mann, als ob es das einfach so knapp überlebt. Das ist doch nicht dein Ernst, Wahlreiser. Komm schon, Mann. Das ist uncool und das weißt du ganz genau. Du hast verloren. Du hast nur noch ein KP. Red dir nicht ein, dass du hier noch eine Chance hast, okay? Wenn du sie offensichtlich nicht hast. Da reicht sogar eine Windhose. Wobei, so schwach wie die Attacke ist, bin ich mir da nicht mal sicher, Alter. Ja, nein, Spaß beiseite, das reicht natürlich. Shenlong erreicht Level 35. Was kommt als nächstes? Vipitis. Okay, das sollte mit Surfer deutlich einfacher auszunocken sein. Das resistet es nämlich nicht. Junge, der Surfer von Milotic muss doch anders stark sein. Das hat ja einen respektablen Spezialangriff. Wasserstep, Surfer sowieso eine sehr starke Attacke, 95 Base Power und dann auch noch das Zauberwasser. Krabby! Krabby der Clown, meine Freunde! Okay, wisst ihr was? An der Stelle können wir auch mal wechseln und zwar auf unsere Number One, okay? Was kommt jetzt? Lehmschuss. Oh Junge, diese Animation von Lehmschuss hat mich damals so getriggert, Alter. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ich war nie der größte Fan davon. Generell, die Animation der Attacken in der dritten Generation waren so... Weiß nicht. Es hat mich auch immer so getriggert, dass bei Laubklinge der letzte Schlag nicht mittig ist, sondern... Es sind halt drei Schläge und sie gehen alle diagonal. Warum kann der letzte nicht quer sein? So, was wäre daran so schwer gewesen? Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon gefangen und mein Pokédex sieht immer besser aus. Ich gehe nach Hause und zeige, dass mein Papa zählt zu dem K. Was willst du machen? Alle Orden der Arenen sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Nun, während du deine Orden sammelst, werde ich weiter an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vollständig haben als du, wetten? Bis dann. Es juckt mich absolut nicht, ob wir den Pokédex vervollständigen oder nicht. Mir geht es einzig und allein darum, jeden einzelnen Trainer, der sich uns in den Weg stellt, hops zu nehmen. Ich meine, es ist irgendwie sowieso schwer, in einem Randomizer den Pokédex zu vervollständigen, weil du kannst manche Pokémon unter gewissen Umständen vielleicht gar nicht antreffen, beziehungsweise es ist ja normalerweise im Spielverlauf so gedribbelt, dass du jedem Pokémon zumindest irgendwie begegnen kannst. Im Randomizer ist es halt so... Du triffst halt auch viele Pokémon, die eigentlich gar nicht antreffbar wären. Also Pokémon aus dem Nationaldeck und nicht aus dem Höhendeck. Und ja, keine Ahnung, was soll's. Kann ich dir helfen? Definitiv. Und zwar mit dem ein oder anderen Hypertrank. Oh nein, nicht so viel. Das ist ein bisschen teuer. 13. Wir kaufen aber auch einfach normale Tränke, weil wir es können, okay? Weil oft ist es so, dass wir wirklich nur 20 KP oder so auf... heilen müssen und dann passt das besser. Hyperball. Na, warte mal, bevor wir noch was anderes kaufen. Wir haben erstmal genug Bälle. Wir gehen weiter hoch, weil da gibt es bestimmt TMs zu kaufen. Oder? Im Einkaufszentrum sollte es immer TMs zu kaufen geben. Nein, X-Tempo, kein Mensch braucht das. Kein Mensch hat das jemals eingesetzt. So, was kommt jetzt? Protein. Ach, Junge, lass mich in Ruhe damit. Warte mal. Dann vielleicht in der nächsten Etage. Bitte sag mir, dass wir TMs kaufen. Bitte sag mir, dass wir TMs kaufen können. Was haben wir hier? TM17. Schützt, könnte aber bei häufigem Einsatz versagen. Das hört sich stark nach Schutzschild an. Mystische Macht verhindert Statusveränderung. Das hört sich nach Bodyguard an. Wand aus Licht, die physische Attacken schwächt und Wand aus Licht, die Schaden des Spezialangriffs verringert. Okay, das sind Schutzschild, Bodyguard, Lichtschild, Reflektor. Kommen wir jetzt zu den wirklich sinnvollen Attacken. Kraftvolle Feuerattacke, die Gegner verbrennen kann. Mächtiger Donnerschlag, der Paralyse bewirken kann. Und Eis- und Schneeattacke, die Gegner einfrieren kann. Ich weiß jetzt nicht. Warte mal, stark muss sich in der nächsten Runde aufladen. Okay, warte mal, das ist Hyperstrahl. Dann sind das hier entweder Feuersturm, Donner und Blizzard. Oder es sind Flammenwurf, Donnerblitz und... Wir kaufen uns einfach, okay?
Ah, Donner. Okay, das steht hier sogar. Feuer, Sturm, Donner und Blizzard. Wir kaufen uns einfach alles davon. Wir werden definitiv Abnehmer dafür finden. Ich bin nur am Überlegen, was genau wir jetzt damit anstellen. Also, Blizzard sollte Melotic auf jeden Fall lernen können. Und ich denke, das wäre auch zusammen mit Surfer sehr, sehr gute Coverage. Shenlong könnte es ebenfalls lernen. Es ist auf jeden Fall besser als Windhose, egal wie man es dreht und wendet, ne? Ja, definitiv. Surfer und Blizzard. Junge, was für ein krankes Pokémon. Surfer, Blizzard, Genesung, Heilung. Das könnte halt wirklich einfach Melotic sein. Donner. Haben wir ein Pokémon, was Donner lernen kann? Dragora. Oh, Raikou natürlich auch. Okay, warte mal. Wir überlegen kurz. Feuersturm. Das kann Dragoran auch lernen. Und Red, okay. Wisst ihr, was wir tun werden? Ich denke, Dragoran werden wir Feuersturm beibringen. Denn das hat immerhin etwas mehr Genauigkeit als Donner und Blizzard. Die haben beide 70, Feuersturm hat 85. Dann hat es mit Fliegen, Surfer und Feuersturm eigentlich alles abgedeckt, weil es ist hier gerade noch sehr schwach gegen Stahl-Pokémon. Und Feuersturm sollte das beheben. Also ich denke, das ist das Beste, was wir halt machen können. Dann Donner bringen wir auf jeden Fall Killua bei. Also ein anderer Elektro-Step als Schockwelle ist halt schon was. Schockwelle ist dann für die ganz safen Situationen, wo wir treffen müssen. Donner ist halt dann aber der priorisierte Angriff, weil es einfach mehr Schaden macht. Ich würde sagen, scheiße, wir können Zertrümmerer nicht vergessen. Das ist jetzt mehr als nervig. Brüller oder Biss? Bisher sind wir nicht in die Situation gekommen, Brüller jemals einsetzen zu können. Das einzige Mal, als sich ein gegnerisches Pokémon angefangen hat, hoch zu boosten. Wir hatten gar keine Situation. Biss. Ist das aber so eine sinnvolle Coverage Option? Was können wir damit? Boden. Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, Biss ist, glaube ich, gelegentlich nützlicher. Also es ist im Normalfall nützlicher, aber Brüller ist halt für die ganz extremen Fälle. Wisst ihr, was ich meine? Wir wollen was machen, ich weiß es nicht. Lass mich überlegen. Lass uns Brüller vergessen. Ich habe das Gefühl, dass wir das bereuen werden und wir irgendwann einfach gegen ein fünffach mit Fluch geboostetes Pokémon sagen werden, ja, Brüller wäre jetzt ganz cool gewesen. Aber ja, werden wir dann sehen. Und wir holen uns nochmal Feuersturm. Denn das sollte sinnvoll sein für Logok. Hitzekoller ist nämlich nicht unbedingt eine spambare Attacke, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ich denke, es wäre sinnvoller, in Kämpfen, wo man nicht davon ausgehen kann, dass eine Feuerattacke reicht, erstmal Feuersturm einzusetzen und dann Hitzekoller. Nur dafür müssten wir. Realistisch betrachtet, werden wir jemals Ruckzucki brauchen? Nein, oder? Ich meine, ja, Prio, aber da finde ich die Möglichkeit, einen Feuermove einzusetzen, ohne uns selbst kaputt zu machen, einfach wichtiger. Also, wir machen es so, Feuersturm nach oben, dann Hitzekoller, dann Doppelkick, dann Zerschneider, dann bei den anderen, das bleibt so wie es ist, hier würde ich sagen, Zertrümmerer nach ganz unten, Donner nach oben, so, Donner, Schockwelle bis Zertrümmerer, Surfer, Blizzard, Genesung, Heiler, das bleibt so wie es ist, Fliegen, Surf, also Donnerwelle nach unten, so. Und dann müsste jetzt eigentlich alles passen. Okay.
Das hätten wir also. Ab nach unten. Ich liebe einfach den Punkt im Spiel, an dem man zum Kaufhaus kommt und sich einfach die besten Attacken im gesamten Spiel erkaufen kann. Ich meine, ist das nicht einfach fantastisch? Bekommen wir hier unsere Box? Hallo, wir nehmen Anmeldung für die Pokémon-Wettbewerbe. Oh, du hast ja gar keine Pokeriegelbox. Dann geben wir da ein. Okay, wir haben eine. Perfekt. Die Riegelbox. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, warum sie das so geschrieben haben. Sie haben das P und das O quasi als Einzeichen gemacht, weil sie nicht genug Platz für das gesamte Wort Pokeriegelbox haben. Oder? Ist das die technische Erklärung dafür, warum das so komisch geschrieben ist? Kann uns eigentlich auch egal sein. Was? Die will kämpfen? Haben wir die nicht vorhin bekämpft? Hä? Okay. Nurse Wellington setzt Pelipper ein. Okay, Shenlong. Dagegen ist jetzt lustigerweise weder Surfer noch Feuersturm gut, aber Fliegen haben wir. Wäre vielleicht doch Donner besser gewesen als Feuersturm. Nein, das passt so, denke ich. Flügelschlag. Sinelbeere, okay. Nochmal fliegen und dann sollte sich das auch geregelt haben. Okay, perfekt. So, dann geht es weiter hier entlang, oder? Denke ich mal. Magnayen. Okay. Da würde ich sagen, probieren wir mal unseren neuen Move aus. My new finishing move. Final Shine Attack! Also eigentlich Feuersturm, aber. Was? Okay. Okay, dann würde ich sagen, gönnen wir dem Guten eine Dusche, nachdem er verbrannt wurde. Was man übrigens nicht unbedingt in Real Life machen sollte, ne? Also, niemals kaltes Wasser auf einen brennenden Menschen kippen, sondern lieber irgendwie in eine Decke oder so einhüllen, damit das Feuer ausgeht. Ich weiß, man denkt immer direkt, Wasser ist die beste Lösung, aber willkommen da. Nein, in das Fettnäpfchen sind wir gerade schon getreten. Wir müssen nicht mit der sprechen. Sondern mit denen hier. Willkommen in der Safari-Zone. Alles bla 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 bla. So, das hätten wir Safari-Bälle, 30 Stück. Wir können eh nur ein Pokémon fangen. Von daher wird unser Besuch sowieso sehr kurz sein. Es ist vollkommen egal, in welchem Gebiet wir suchen, denn letztendlich ist sowieso alles randomized. Also, was bekommen wir? Sand am Meer. Ball, Pokeriegel oder näher? Werfen wir einfach einen Ball. Das hat nicht ganz funktioniert. Es beobachtet alles aufmerksam. Schleichen wir uns näher an Sandama heran und dann werfen wir den Ball. Mann. Bleib im Ball! Eins, zwei, drei. Okay, ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert, meine Freunde. Es rollt sich zu einer Kugel zusammen, um sich vor Angriffen zu schützen. So entgeht es auch aufgrund hoher Temperaturen was ist heute wieder mit mir los? Hervorgerufener Hitzeschläge. Junge! Okay. Sandama, Maus, 1 Meter groß, 29,5 Kilogramm schwer. Ja, wir möchten dem Guten einen Spitznamen geben. Und zwar, das ist eine gute Frage.
Haben wir bereits ein Pokémon Sonic genannt? Ich weiß es nicht, dann nennen wir Sandama einfach Knuckles. Ich meine, komm schon, die Opportunity sollte man nicht missen, okay? Okay, damit ist unser Abenteuer in der Safari-Zone auch vorbei. Das ging deutlich schneller und es war deutlich unspektakulärer, als ich eigentlich gedacht hatte, aber na gut. Soll mir recht sein. Gut. Ich würde sagen, für heute haben wir also unser Ziel erreicht. Beim nächsten Mal werden wir, ach man, das ist schon wieder ein wilder Pokémon-Kampf. Beim nächsten Mal werden wir Team Magma, Aqua, irgendwas, was auch immer besiegen. Und dann werden wir uns endlich mal auf den Weg zum 7. Orden machen. Bis dahin, meine Freunde, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr wisst, habt ihr jetzt gerne eure Geräte-Zauberkarte. Den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.